So, we've been looking at this first brief instruction from Garab Dorji to be present in your nature just as it is. Wir haben bisher uns die erste Instruktion von Garab Dorji angeschaut, die da ist, sei präsent in der Natur, so wie es ist. The second statement or point is to be clear about what the situation is. Und der zweite Punkt oder die zweite Aussage ist, sei dir klar darüber, was die Situation ist. Sometimes this is translated as deciding clearly, sometimes as not remaining in doubt. Es ist manchmal erklärt, entscheide dich, übersetzt mit entscheide dich klar oder verweile nicht im Zweifel. Essentially it means that we distinguish between what is stable, what is unchanging and what is moving. Und es geht darum zu unterscheiden, klar, was ist unstabil, was ist stabil, was ist, was bewegt sich. Presence, open awareness, never moves, never changes. Die Präsenz, die offene, das offene Gewahrsein, das bewegt sich nicht, das verändert sich nicht niemals. But the mind as mental activity, as consciousness, is always displaying the movement of thoughts, feelings, sensations and so on. Aber der Geist als das Bewusstsein, der bewegt sich und ist sozusagen eine Darstellung all der Gefühle und geistigen Aktivitäten. Not to be clear about this means to imagine that some temporary arising is stable, reliable, a basis for identity. Und das nicht zu erkennen heißt, würde bedeuten, dass also auch zeitlich begrenzte Erscheinungen, dass diese stabil wären und eine Identität hätten. When we do this 3-hour practice and we sit, there is no specific focus for the meditation. Wenn wir diese 3A-Praxis tun und damit sitzen, gibt es keine spezifische Sache, auf die wir uns konzentrieren müssten. It's to say, once this initial brief focus of the letter A dissolves, one is just being present with whatever arises. Wenn nach diesem kurzen Visualisation oder Konzentration auf das A, wenn dieses sich auflöst, dann gilt es nur, einfach präsent zu sein mit dem, was immer erscheint. There is no intention. Da ist kein, keine Absicht irgendwas. So, in the meditation we were doing earlier this morning, we focus on the breath or some external object and we have a clear intention. This is what I'm going to focus on. Die Meditation, die wir vorher irgendwann mal getan haben, da gab es eine ganz klare Aussage, ganz klare Absicht. Da hieß es halt, wir konzentrieren uns eben entweder auf den Punkt, auf den Teppich oder auf den Atem. But presence, like the state of the mirror, has no bias of its own, no intention, it just displays whatever is there. Aber dieses Gewahrsein, diese Präsenz, dieser Zustand des Spiegels, da gibt es nichts, was man hervorheben müsste, was eine bestimmte Bedeutung hätte. The heart of this meditation practice is not to do anything at all. Und im Herzen dieser Meditationspraxis steht halt, dass man einfach überhaupt nichts zu tun hätte. When you stop your own activity, activity itself doesn't cease. Und wenn man seine eigene Aktivitäten damit aufhört, heißt das ja nicht, dass Aktivität an sich aufhören wird. Everything that's required is still there. Alles, was benötigt ist, das ist nach wie vor da.
What is relaxed is the notion, I have to do this. Aber was entspannt ist dabei, ist die Erkenntnis, ich muss etwas tun. Self-referential thought is just a particular form of thought. Und der selbstbezogene Gedanke ist da nur eine spezifische Art von vielen Gedanken. It carries some energy with it. Und es führt eine gewisse Energie mit sich. And it creates a particular pattern. Und es erzeugt ein gewisses Muster. Just as if you have a bunch of children playing together. Genauso als hättest du eine Gruppe von Kindern, die zusammen spielen. And one child is more forceful and directive than the rest. Und ein Kind ist vielleicht kraftvoller und direkter als die anderen. Then if they say, let's play football, everyone goes to play football. Und wenn das Kind dann sagt, okay, lass uns Fußball spielen, dann rennen alle zum Fußballspielen. They are a child. Das ist ein Kind. They don't have a crown on their head. Die haben keine Krone auf ihrem Kopf. They don't have a machine gun. Haben keine Maschinenpistole. But somehow, just by a particular force, the other children form around them and take on their direction. Und nur durch eine gewisse Kraft schafft es das eine Kind, dass es also die Richtung vorgibt und alle anderen da folgen. In the same way, the more we relax, the more we can start to observe how some thoughts arise, saying, this is how it is, I am this, very strong defining thoughts which claim a status greater than their actual power. Und das ist, mehr wir entspannen, können wir beobachten, wie bestimmte Gedanken aufsteigen, wie bestimmte Gedanken etwas definieren, sagen, das ist so und so, das ist so und so, und eben eine Art von Kraft gewinnen. Here again we have to be clear about these very subtle aspects of awareness. Und hier müssen wir sehr klar sein über einen sehr subtilen Aspekt des Gewahrseins. We looked in various ways yesterday that the mind has no shape or color. It has no beginning or end. Wir haben gestern uns angeschaut, dass der Geist keine Form hat, keine Farbe, kein Anfang und kein Ende. When we are in this open state of presence, we register everything which is occurring without discrimination or editing. Wenn wir in diesem offenen Zustand der Präsenz sind, dann werden wir allem gewahr, ohne es etwas zu unterscheiden. But we also have a quality of attention. Aber wir haben auch eine Qualität auf der Aufmerksamkeit. And attention is a focusing of our intellect, our capacity to know things, and it carries with it a quality of what do we call it? Energy, libido, prana, life force. Und diese Aufmerksamkeit, das ist eine Art von Konzentration, das vom Intellekt, der eben etwas weiß oder erkennen kann. Und damit geht eine gewisse Energie, die wir verschiedene Art nennen können, wie Prana oder Libido. Faith is a form of attention. Glaube oder Vertrauen ist eine Form von Aufmerksamkeit. Love is a form of attention. Liebe ist eine Form der Aufmerksamkeit. And if we love something or someone, when we attend to them, they start to glow, they start to reveal qualities which would be not available if one didn't offer that level of attention. Und wenn wir jemanden lieben, dann geben wir ihm Aufmerksamkeit, die Person strahlen lässt, und es entwickelt Qualitäten, die es eben nicht entwickeln würde, wenn es nicht diese Aufmerksamkeit bekommen würde.
Each of us has interests in life. Und jeder von uns hat ist interessiert in das Leben. That is to say, we have things that we attend to. Und das bedeutet, dass wir Dinge haben, denen wir Aufmerksamkeit schenken. In winter time, when the snow falls, some people are very happy and other people are disgusted. Und im Winter, wenn der Schnee fällt, dann sind manche Leute sehr glücklich darüber und andere, die finden das ganz schlimm. If you like to go skiing and doing things like that, then it's very exciting. And if you like to be able to walk on the street without falling over, then you find it very annoying. Wenn du halt gerne Ski fährst oder so solche Aktivitäten machst, dann ist das halt eben was Wunderbares. Aber wenn du lieber auf der Straße fallen willst, ohne gleich auf der Straße laufen willst, ohne auszurutschen, dann ist das halt etwas störend. So, your own interest links with your attention and how you attend to something. Attention carries with it a flavor of liking and not liking. Das eigene Interesse ist sozusagen verbunden mit der Aufmerksamkeit und das Aufmerksamkeit richtet sich danach eben, was ich mag und was ich nicht mag. This attention is a luminous, radiant quality of the mind itself. Diese Aufmerksamkeit, das ist eine lichthafte, strahlende Qualität des Geistes selbst. In the Dzogchen tradition, it's often said that awareness or presence, rigpa, is like the sun. Und in der Dzogchen tradition wird oft gesagt, dass das Gewahrsein, Präsenz oder Rigpa wie eine Sonne ist. Rays of light come out from the sun, illuminating the sky. Strahlen von Licht kommen aus der Sonne heraus und beleuchten den Himmel. And when they strike objects, they bring warmth. Und wenn sie Objekte treffen, dann bringen sie Wärme. So, this is what our attention is. It's a quality of the unborn awareness, which when it comes into the world and makes contact with objects, illuminates them and brings an intensity of vitality to them, a kind of warmth. They become real and meaningful. Und das ist, was unsere Aufmerksamkeit ist. Sie kommt aus diesem ungeborenen Zustand und wenn es eben auf Objekte trifft, dann gibt es ihnen eben so eine Art eben von Wärme, bringt es sie zum Glänzen, zum Leuchten. And of course, the sun sends its rays equally in all directions. Und natürlich die Sonne sendet ihre Strahlen gleichmäßig in alle direkten Richtungen. But this little planet of the ego has its own density. And as the rays of Rigpa go by, they get bent around and tilted towards what we like, what we don't like, and we bring a particular editing to the world we live in. Aber der kleine Planet des Egos verbiegt sozusagen die Strahlen des Rigpas und bringt sie dann eben auf bestimmte Punkte und die sich eben dann dadurch unterscheiden, dass man sie mag oder nicht mag. Yesterday we went to restaurants. Gestern sind wir ins Restaurant gegangen. You get a menu. Da bekommen wir ein Menü. If you are a meat eater, your eye doesn't go where the vegetarian's eye goes. Wenn du Fleisch isst, dann gehen deine Augen eben nicht dahin, wo die Augen eines Vegetariers hingehen. Only if there is no interesting meat, you might look at the vegetables. Höchstens wenn da mal nichts Interessantes in deinem Fleisch dabei ist, dann guckst du möglicherweise auf die vegetarischen Gerichte. But for the vegetarians, vegetables are the first choice. Aber für die Vegetarier sind die vegetarischen Gerichte die erste Wahl. They are already shining in the mind of the vegetarian. Die strahlen auch schon sofort im Geist des Vegetariers. This is what attention does. Und das ist, was Aufmerksamkeit tut. Attention bent by the ego cuts the world up into good, bad, right, wrong, I like, I don't like. Das Aufmerksamkeit verbiegt
verbogen wird durch das Ego eben in all diese Sachen, die dann wir mögen oder nicht mögen, vorziehen oder ablehnen. But everything on the menu is food. Aber alles auf der Karte ist Essen. And eat these things. Wir können diese Sachen essen. Of course we have to make choices. Natürlich müssen wir uns müssen wir Entscheidungen treffen. It would be a bit greedy to order the whole menu. Wenn du alle das komplette Menü essen würdest. So, how to enter into precise decisions without these being the manifestation of familiar patterns, which are self-referential and self-affirming. Und da ist die Frage, wie kann ich genaue Entscheidungen treffen, ohne eben diese bekannten Muster, die sich immer wieder auf einen selbst beziehen. The basic thing is resting in the state of the mirror, allowing everything to arise without discrimination. Und dass die Grundlage der Sache dabei ist, zu ruhen in diesem Zustand des Spiegels und allem, was erscheint, eben erlauben, auch zu erscheinen. And observing how you get lost. Und dabei beobachten, wie man dabei verloren geht. What is the way in which you get caught up in thoughts? Wie funktioniert es, dass man sich verliert in den Gedanken? On an outer level, if you look at something, say on the television, that doesn't interest you, you can see it dispassionately. Auf der äußeren Ebene, wenn du etwas im Fernsehen siehst, was man nicht mag, so kann man es leidenschaftslos oder uninteressiert leidenschaftslos betrachten. But if you have a favorite program and you are very interested in what's happening to the characters, then it's much more engaged. There's much more kind of hopes and fears, and you get caught up in it. Aber wenn man vielleicht eine interessante Sendung sieht, wo einem interessiert, was diese Leute machen, was die Charaktere tun, dann wird es viel einfacher, schneller passieren, dass man darin eingesogen wird und es einen interessiert und Hoffnung oder Befürchtung hat, was da eigentlich passiert im Programm. In the first case, it's just something on the television. Und in dem ersten Fall, uninteressanten Programm, ist es nur irgendetwas, was im Fernsehen passiert. It's nothing to do with me. Und es hat nicht viel mit mir zu tun. And in that way, we're indifferent. Und so ist es uns egal. This is a kind of equanimity. Und das ist eine Art von Gleichmut. This is what we bring into the meditation. Das ist, was wir in die Meditation bringen. It's just a program. Es ist nur ein Programm, eine Sendung. It's nothing really to do with us. Es hat nicht wirklich viel mit uns zu tun. We have no particular investment in it. Und uns interessiert nichts Spezifisches darin. But as soon as our mind plays one of our familiar channels. Aber wenn unser Geist dann eins der uns bekannten Kanäle abspielt, then we're in it. Sind wir drin. So this is what we have to look all the time and see this my program, my thought, the particular things that catch us, this is traditionally called conditioning. That is to say, these are patterns established in the past which have been invested with meaning and emotion. And so like a piece of Velcro, they bind onto it, the attention very quickly. Und das ist, was wir sehen müssen. Diese Art wird eben sonst als Konditionierung genannt. Und Konditionierung ist etwas, was in der Vergangenheit bestimmte Muster erzeugt hat. Das, wo wir bestimmte Bedeutung geben. Und wenn eben solche Konditionierung angeht, das ist Anfang, dann ist das so, wie als hätte man ein, wer sind diese Bänder zum
Klettverschluss, wo eben etwas passiert und wir uns sofort dran heften und sozusagen daran gebunden werden. This is why again and again doing this brief Guru Yoga and sitting with this question, where does the mind come from, where does it rest, where does it go to, is very, very important. Und deshalb ist in dieser allgemeinen Praxis dieses Guru Yogas mit dieser Frage, wo kommt der Geist her, wo geht er hin, wo hält er sich auf, deshalb sind diese Fragen äußerst wichtig. These questions are not seeking a cognitive answer. Und diese Fragen suchen keine intellektuelle Antwort. But they are a way of moving towards the direct experience of the infinite nature of our own presence. Aber das ist etwas, um sich zu bewegen durch die unendliche Natur unserer Präsenz. Then, with the sense of the infinite nature, there is no bias. Und mit der Erfahrung der unendlichen Natur gibt es kein Fokus, etwas Herausragendes. In this tradition, there's a lot of attention to balls of light, to tigli. In der Tradition gibt es große Aufmerksamkeit, was diesen Kugeln von Licht angeht, die man auch tigli nennt. And one of the ideas with the ball is that it has no corners. Und eine Idee, die mit diesen Kugeln oder Bällen zusammenhängt, ist, dass es keine Ecken hat. If you have a square or even a shape like a watch, you have many edges on it. Wenn du ein Quader hast oder selbst so eine Form wie eine Uhr, dann gibt es halt viele Ecken und Kanten daran. And then the edges give the possibility of separating out aspects of this appearance. Und diese Kanten und Ecken geben die Möglichkeit, dass man bestimmte Dinge herausnehmen kann, extrahieren kann aus dieser Erscheinung. You can say this is the front, this is the back, this is the top, the bottom and so on. Man kann halt sagen, das ist vorn, das ist hinten, das ist oben und das ist unten und so weiter. But if you had a simple round ball, say a crystal ball, a ball of glass. Aber wenn du einen einfachen runden Ball hast, also einen Kristallball oder einen Glasball, there's no marks on the surface. Da gibt es keine Flecken auf der Oberfläche. You can hold it in your hand and look at it. Du kannst es in der Hand halten und danach drauf schauen. And then if you roll it a little and pick it up, how could you be sure you were putting it of the same way round on your hand? Aber wenn du es dann loslässt und vielleicht ein etwas über den Boden rollen lässt und wieder in die Hand nimmst, wie kannst du da sicher sein, dass du auf die gleiche Stelle guckst wie zuvor, als du schon mal in der Hand hattest? Whichever way you look at it, it looks the same. Von jeder Seite, wie du drauf schaust, es schaut immer gleich aus. There is no hook for the mind to be able to say front, back, top, bottom and so on. Da gibt es keine Haken oder Ösen, wo der Geist anhören könnte und sagen könnte, das ist oben, unten, vorn und hinten. In the same way, the mind is compared to being like a ball. Und auf diese gleiche Weise wird der Geist verglichen mit einem Ball. In itself you won't find any point to hold on to. In ihm selbst wirst du keinen Punkt finden, wo du festhalten kannst. As soon as there is something to hold on to, this is a content within the mind. Sobald es irgendetwas gibt, worauf man, was man festhalten könnte, dann ist das der Inhalt des Geistes. So, as soon as your mind is caught up in something, you have, for beginners anyway, you've lost your presence. Und sobald man gefangen wird mit irgendetwas in dem Geist, dann hat man, und das besonders für Beginner, hat man seine Präsenz verloren. At that point, you don't have to do anything special. Und an diesem Punkt musst du nichts was Besonderes tun. Even as the felt sense of being caught up in a thought. Selbst diese gefühlte Erfahrung, dass man in einem Gedanken gehangen ist oder verloren ist. Just very gently be present with that experience. Und nur da sehr
Pfad, bleib einfach präsent mit dieser Erfahrung. You cannot lose your Buddha nature. Du kannst die Buddha-Natur nicht verlieren. You cannot find your Buddha nature. Und du kannst sie nicht finden. The mind itself is always there, pervasive in all directions. Der Geist ist immer da, allumfassend in jegliche Richtung. The mind is what we move in, like fish move in the water. Der Geist ist das, wo wir uns drin bewegen, wie ein Fisch im Wasser. So it's always available wherever you are. Und so ist er immer da, egal wo du bist. Although you forget it, it will never abandon you. Auch wenn du es vergisst, wird es dich niemals vergessen. So you don't have to struggle hard or do anything special. Just relax and be present. And although the mind is full of turbulence or disturbance or fusion or dullness, whatever the state, you're with there with that. Und egal was da ist, du musst nicht viel tun, außer zu entspannen und präsent zu sein. Egal was da ist, welche Turbulenzen, Störungen oder Trägheit im Geist sind, der Geist ist immer da. It's very important to be clear about what is meant here. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, was hier gemeint wird. I am sitting here next to Andreas. Ich sitze hier neben zu Andreas. I can look at Andreas. Er kann Andreas anschauen. He in that moment is an object for my attention. In diesem Moment ist er ein Objekt der Aufmerksamkeit. And if I become a bit worried about him, I can keep an eye on him. Und wenn er sich Sorgen macht, dann kann er ein Auge auf mich werfen. So I am observing him across a distance. Ich beobachte ihn über eine Distanz hinweg. And that perspective brings a kind of clarity. Und dieser Abstand, diese bringt etwas Klarheit. So, generally speaking, the development of perspective in Western art creates the possibility of distance inside the two-dimensional plane. The two-dimensional painting. You know, painting. So painting generell könnte man sagen, so einen gewissen Abstand in der westlichen Kunst bringt halt etwas Klarheit zu einem zweidimensionalen Bild. This was a movement away from iconic art. Und das ist die Bewegung von der ikonografischen Kunst. Which is the full presence of the thing itself. Was die vollständige Präsenz des Dinges selbst ist. In a non-naturalistic way. In einem nicht-naturalistischen Weg. When you look at a traditional icon or a Tibetan tanka, this is said to be the god itself. Wenn du eine traditionelle Ikonografie oder ein tibetisches Tanka anschaust, dann wird gesagt, das ist Gott selber. And this is, in a spiritual sense, this is very powerful and very immediate. Und in einem spirituellen Sinn ist das sehr kraftvoll und sehr direkt. But when you have the same attitude arising in ordinary life, it's rather difficult. Aber wenn du dieselbe Herangehensweise hast im ganz normalen alltäglichen Leben, dann ist das eher schwierig. Because it means that what you see, what is in front of you, is just the thing itself. Denn das bedeutet, das, was du siehst, was direkt vor dir ist, ist das Ding selber. And so it can feel a bit overwhelming. Und so kann es überwältigend sein. You get caught up in it because it's oh. Und man wird damit gefangen, erschreckt. So from that point of view, in ordinary terms, we try to reflect on what is happening. We think about it, and this creates a separation, a perspective. Und normalerweise versuchen wir über etwas zu reflektieren, darüber nachzudenken, was es ist, und das schafft eine gewisse Perspektive, einen gewissen Abstand. That is to say that when things are too intense and strong, we tend to have an impulsive or a preconditioned response towards them. Das heißt, wenn Dinge
zu intensiv, zu stark sind, dann haben wir eine impulsive Art Gewohnheit, damit darauf zu reagieren. So, for example, if you have a patient who tends to be very placatory, is always agreeing to do things that other people ask. Als Beispiel, ich habe einen Patient, der sehr schnell zustimmt zu allem, was Leute ihn fragen zu tun. Then we always suggest that they write a little note in the, one of these sticky notes and put it on their telephone. Und wir empfehlen dann immer ihnen, dass sie so eine kleine Notiz schreiben, die sie ans Telefon heften. In the note would say, I'll get back to you. Und die Notiz will sagen, ich komme zu dir zurück oder ich. So if somebody phones them up and says, oh, can we meet tonight? They say, I'll get back to you. So, das heißt, wenn jemand anruft und fragt, hey, können wir ausgehen heute Nacht, dann steht halt da, ja, ich rufe dich zurück. Because they need to have time to think. Denn sie brauchen Zeit, um nachzudenken. If they don't have any time to think, they'll of course say yes. Denn wenn sie keine Zeit haben, nachzudenken, dann würden sie natürlich sagen, sofort, ja. Then they start to feel very bad, because they already agreed to do something else. Dann fühlen sie sich aber schlecht, weil sie bereits zuvor schon etwas anderes zugestimmt haben zu tun. So in that way, ordinarily, we use space between subject and object to create a reflective space, a perspective that puts things in their proper size and relationship. So allgemein schaffen wir einen zeitlichen Raum, um Dinge in eine gewisse Perspektive zu schaffen, in einem, um drüber reflektieren zu können. And a lot of Buddhist Mahayana training, mind training, Lojong sort of things is involved in a very similar kind of practice. Und viele von Übungen aus dem Mahayana, die Geistesübungen, Lojong, haben eine ähnliche Herangehensweise. But in Dzogchen we are not doing this at all. Aber in Dzogchen tun wir das überhaupt nicht. In Dzogchen, if you practice in this way, you will simply continue the dualistic structure. Denn wenn du auf diese Art praktizierst, dann fährst du einfach fort mit einer dualistischen Struktur. Presence and its arising exist in a state of non-duality. Die Präsenz und die Erscheinung existiert in einem Zustand der Nicht-Dualität. For example, if we have a mirror, the reflections are in the mirror. Zum Beispiel, wir haben einen Spiegel und die Reflexionen sind im Spiegel. But the reflections are not the mirror. Aber die Reflexionen sind nicht der Spiegel. The reflections are not different from the mirror. Die Reflexionen sind nicht unterschieden von dem Spiegel. They are inseparable from the mirror. Sie sind nicht separierbar von dem Spiegel. But they're not the same as the mirror. Aber sie sind nicht das gleiche wie der Spiegel. If they were the same as the mirror would only be able to show one reflection. And then it would be just like a painting. Und wenn sie die Reflexion das gleiche wie der Spiegel wäre, dann könnte der Spiegel nur eine Reflexion darstellen und dann wäre es das wie ein Gemälde. Non-dual means not two. Nicht dual heißt nicht zwei. Not two doesn't mean one. Nicht zwei ist nicht das gleiche wie eins. It means not two. Das heißt nicht zwei. If they meant just one, they would say one. They wouldn't have to have a funny word like non-dual, Advaita. Wenn sie eins gemeint hätten, dann müssen sie sich nicht so ein Wort ausdenken wie Advaita, was eben nicht dual heißt. So, presence, which is without color, without form, without shape, beginning and end, is inseparable from whatever is manifesting. Die Präsenz, die keine Farbe hat, keine Form, kein Anfang, kein Ende, ist nicht unterscheidbar von dem, was in ihm ist. That is to say, it's not like a torch. Das ist, könnte man sagen, es ist nicht wie eine Lampe, wie eine Taschenlampe. It's not like a lamp. Es ist nicht wie eine Lampe. It doesn't illuminate things. Es beleuchtet keine Dinge. It's like the early morning sky
When the first light is coming, the light fills the whole sky. Es ist wie das am frühen Morgen, dass der Himmel und das Licht einfach den ganzen Himmel beleuchtet. But the torch is illuminating one small area very brightly, and the rest goes into darkness. Aber die Lampe, Taschenlampe, beleuchtet nur einen kleinen Bereich und der Rest verbleibt im Dunkeln. If you're out walking in the country at night and you have a torch but it's not on, you can see things a little bit. Wenn du nachts über das Land gehst und du hast keine Taschenlampe, die an ist, dann kannst du überall ein bisschen was sehen. But if you put the torch on, then immediately you see some things very clearly, but the darkness becomes even more intense for the other bit. Because the contrast is increased. Aber wenn du die Taschenlampe anmachst, dann sofort wirst du etwas, einen kleinen Bereich sehr deutlich sehen können, aber der Rest versinkt umso mehr im Dunkeln, denn der Kontrast hat sich erhöht. So, this indicates not staring, not looking very hard. Das weist darauf hin, dass wir nicht starren und nicht sehr hart, kraftvoll oder hart irgendwo hinschauen. Sometimes you see these paintings or sculptures of Padmasambhava. Manchmal sieht man die Skulpturen oder Gemälde von Padmasambhava. And he looks as if he's been going through a mountain of cocaine. Er schaut so, als hätte wäre er vorher durch einen Berg von Kokain gegangen. His eyes are popping out of his head. Seine Augen, die treten aus dem Kopf förmlich heraus. That's a particular gaze which is used in interaction. Und das ist ein bestimmter Blick, der in einer Interaktion benutzt wird. But when he's sitting at home with Yeshitso girl, having a cup of tea, so wired up. Aber wenn er zu Hause sitzt und einen Tee mit Yeshitso girl hat, dann ist nicht so wild. Only when the taxman comes. Nur wenn der Steuereintreiber kommt. Very, very important. Presence is naturally illuminating. It has its own light. Das ist sehr wichtig. Die Präsenz ist ein natürliches Erleuchten. Es hat sein eigenes Licht. So, we don't have to make it brighter. Wir müssen da das nicht irgendwie heller machen. But the kind of light it has is not the usual kind of light. Aber die Art von Licht, die es hat, das ist nicht die gewöhnliche Art von Licht. If somebody is saying something and you start to understand it, in English we say it sometimes like a light comes on in your head, you suddenly think, ah, yeah, now I get it. Things look more clear. Wenn jemand etwas sagt und plötzlich versteht man das, dann sagt man, ah, mir ist ein Licht aufgegangen und plötzlich ist irgendetwas ganz klar. And this is not like that. Aber es ist nicht so. It's an all-pervasive light which illuminates everything in the same way. Aber hier ist es ein alles umfassendes Licht, was alles beleuchtet auf die gleiche Art und Weise. So the second point of Garab Dorji is just to be very relaxed and open with whatever is occurring and maintain that state. Und der zweite Punkt von Garab Dorje ist, einfach entspannt zu sein und offen mit allem dem, was erscheint. Thoughts are like fireflies. Gedanken sind wie die Glühwürmchen. In the summertime you see them moving around and they have a little bit of light coming off their tail. Und im Sommer sieht man sie sich herumbewegen und ein bisschen Licht kommt aus ihrem Schwanz. They have a kind of light, but it doesn't illuminate very much. Sie haben eine Art von Licht, aber sie beleuchten nicht besonders viel. The thoughts that come in our head are the same. Und die Gedanken kommen in unseren Körper, in unseren Geist, Kopf, auf die gleiche Art. You follow one, then you follow another. Wir folgen einem und dann folgen wir einem anderen. But of course, when you watch fireflies moving around, they don't fly in a straight line. Aber natürlich, wenn du diese Glühwürmchen beobachtest, sie fliegen nicht in einer geraden Linie. In the same way, when you sit in the meditation, so goes here, so goes there. Auf die gleiche Weise, wenn du in der Meditation sitzt, da kommt der eine Gedanke von da und dann der nächste von dort und sie bewegen sich überall.
all over the place, chasing something to get some illumination, and what do you get? More destruction. Überall jagen sie hintereinander her, um irgendetwas zu klären, und aber was kriegst du, ist eine Ablenkung. In linked with this is the question of anxiety. Und damit zusammenhängt die Frage der Aufregung. When this ground nature of presence is unavailable, when we are so preoccupied with other things that we have no sense of it. Wenn die Grundnatur uns nicht zur Verfügung steht, wenn wir einfach so beschäftigt sind mit irgendwelchen anderen Dingen, dass sie halt nicht präsent ist. Then all we have to rely on is our own mental activity. Und dann auch alles, was wir uns dann halt verlassen können, ist die eigene geistige Aktivität. The ground of the mind is unavailable. Der Grund des Geistes ist nicht verfügbar. It would be like looking at a mirror and thinking that the mirror is showing is full of real things. Es ist so, als wenn man in einen Spiegel schaut und sieht, dass all diese Dinge im Spiegel wirkliche Dinge sind. From this point of view of being an individual self in our body. Und aus dieser Sichtweise, ich bin ein individuelles Selbst in meinem Körper. We encounter a world which is very complicated. Begegnen wir eine Welt, die sehr kompliziert ist. There are many, many things going on. Es gibt so viele Dinge, die da drin passieren. And we get confused very easily. Und sehr schnell werden wir dabei verwirrt. So we have to try harder. Und dann müssen wir mehr versuchen. And then we try to control situations. Und wir versuchen, Situationen zu kontrollieren. We might want to make the world safe. Wir wollen die Welt sicher machen. Make the world safe for children, make the world safe for aged parents, partners and so on. Wir wollen die Welt sicher machen für unsere Kinder, für vielleicht alternde Eltern und für unseren Partner. And so we start to worry about that. Und so machen wir uns Sorgen. Worrying is a kind of holding in mind. Und Sorgen machen ist so eine Art von es im Geiste zu behalten. But the very thing that you're concerned about is now creating problems for you. Aber das genau dieses Ding, worüber man sich kümmern will, bereitet einem nun Sorgen. What will happen to them? Was wird ihnen passieren? No, we don't know what will happen to them. Natürlich, wir wissen nicht, was ihnen passieren wird. No point to think about it. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. It doesn't mean that you shouldn't be available to help. Das heißt nicht, dass man nicht da sein sollte, zu helfen. But when you're caught up in your thoughts, you often don't attend to the real information which is in the world. Aber wenn man eben in seinem Gedanken gefangen ist, dann kann man halt nicht seine Aufmerksamkeit haben zu den Dingen, die eigentlich tatsächlich in der Welt passieren. So in Tibet they have a little story called My Son Dawa. In Tibet haben sie eine Geschichte, die heißt Mein Sohn Dawa. And there was a farmer who worked very hard, and in the autumn he had collected in the harvest. And he'd done all the threshing of the barley, he winnowed it in the wind, and now he had taken the good barley grain and stored it in a big sack. Da gibt es einen Farmer, einen Bauer, der sehr hart gearbeitet hat und es im Herbst geerntet hat und das Korn geschlagen hat und jetzt eben aussortiert, was das Gute ist. And he dragged the big sack into his house. Und er nimmt einen großen Sack davon in sein Haus. And tied a rope around it and pulled it up to hang from a beam so it would be safe. Und er macht einen Strick drumherum und hängt es an einen Balken im Haus, damit es sicher ist. Then he lay down looking up at this sack. Und dann liegt er da und schaut auf den Sack, wie er da hängt. And he thought, oh, so much grain. Oh, so viel Korn. I can take it to the market. Ich kann es auf den Markt bringen. I sell it. Ich verkaufe es. And I buy some beautiful jewels. Und ich kaufe ein paar wunderbare Juwelen. And I take them to the next village.
Und ich nehme sie zum nächsten Ort. Where there is the pretty girl Pema. Wo das wunderbare Mädchen Pema ist. And I offer her these jewels. Und ich werde ihr diese schenken. And she will be very happy. Und dann wird sie sehr fröhlich sein. And we'll get married. Und wir werden heiraten. Then we'll come back to this house. Dann kommen wir zurück zum Haus. And we'll be together. Und wir werden zusammen sein. We'll be so close. So nah. And then she'll get pregnant. Und dann wird sie schwanger. And she'll have a baby. Und sie hat ein Kind. And the baby will be a little boy. Und das wird ein kleiner Junge sein. And he looked out the window and the full moon was shining. So he said, we'll call the baby Dawa, which means moon. Und er schaut aus dem Fenster raus und sieht dort den Vollmond und dann denkt er, ich werde das Kind Dawa nennen. Dawa heißt Mond. And Dawa will be strong and intelligent and we have so much fun together. Und Dawa wird sehr stark sein und intelligent und wir werden sehr viel Freude miteinander haben. And while he was imagining all these beautiful events, a little mouse was up eating away at the rope. Aber während er all diese Dinge gedacht hat, war da eine kleine Maus und hat an dem Seil genagt. And the sack fell on the man. Und der Sack ist auf den Mann gefallen. And that's the end of the story. Und das ist das Ende der Geschichte. So, mental activity and reality are often very far apart. So ist halt die geistliche Aktivität und Realität oft sehr, sehr weit voneinander entfernt. So whether your mind is full of fancy hopes and wonderful dreams, or whether it's full of worries and anxious thoughts, nervous thoughts, both are a waste of time. Egal, ob nun dein Geist voll ist mit irgendwelchen abgefahrenen Träumen, mit irgendwelchen Ideen oder mit Sorgen, aber alles ist eine Verschwendung der Zeit. Yesterday we looked at this third form of energy, Zalwa, which is the rainbow rays of light refracted through the crystal. Gestern haben wir auf die dritte Form der Energie, Zalwa, geschaut, was das Regenbogenlicht, was durch einen Kristall eben erzeugt wird, aufgespalten wird. It's not that this quality of energy is us moving into a world which is already there. Es ist nicht, dass es wir sind, die in eine Welt sich bewegen, die schon da ist. There isn't any fixed real world. Da gibt es keine feste, reelle Welt. In this room we have about 30 people. In diesem Raum haben wir ungefähr 30 Leute. This means 30 worlds. Und das heißt 30 Welten. Each of us lives in a different world. Jeder von uns lebt in einer unterschiedlichen Welt. We have some agreement about the general outlines of this space. Wir haben so sicher einige Vereinbarungen über generelle Grundlagen der Welt. But how we inhabit it is uniquely our own. Aber wie wir sie bewohnen, das ist unik zu jedem von uns. And the world that we inhabit is uniquely our own. Und diese Welt, die wir bewohnen, die ist auch sehr speziell unsere eigene. As our gaze, our intention, our investment is taken by some things and not by others. So wie unser Blick, unsere Intention ist eben von etwas Bestimmten angezogen als von anderen Sachen. This is why this kind of practice means there is no rule book to protect you. No one can tell you how to live. Und das heißt, diese Art von Praxis ist kein Regelwerk. Es gibt hier, um dich zu beschützen. Niemand kann dir sagen, wie du dich schützen kannst. In the state of presence, we move. In einem Zustand der Präsenz bewegen wir uns. The one who moves never moves. Derjenige, der sich bewegt, sich niemals bewegt. The movement of the mind, the movement of the body, the movement of emotions, these are all movement. Alle diese Bewegungen des Geistes, die Bewegung des Körpers, die Bewegung der Emotionen, das sind alles Bewegungen. So what's important is for the non-dual subject-object energy to move together as one uninterrupted or integrated.